Geil, alles klar. Ein geil Kind. Boah, so schießt man einen Elfer, Mann. Das gelingt mir auch erst. Okay, ich glaube, du musst ihn jetzt halten. Dann haben wir gewonnen. Soll ich dieses Rütteln da... Ja, yes! Was? Wer ist geil, ey, Mann? Wer ist geil? Ich bin geil. 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 Ja, aber das nützt uns nichts. Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Ey, aber wir haben in den letzten 2 Sekunden 2 Tore ja, gezogen. Das ist natürlich gesehen, schon ja. Super, aber... Ey, da freue ich mich richtig. Moment, die will ich noch sehen. Da, das war deins. Mit Müller. Ja, aber gut, na gut. Es ist ein Erfolg. Jetzt kommt meins mit Schweini. Das nächste das gewinnen wir dann aber LB. Wirklich. Das nächste gewinnen wir wirklich. Verstanden? Ja, das müssen wir gewinnen. Müller, beste Spieler. So schaut die Wertung aus. Müller, ja, das ist der, mit dem ich das Tor geschossen habe. Ja. Ja, Schweini ist nur ein bisschen Schweini, wer war? Der Schweinsteiger war das 2-2, gell? Ja. Okay. Moment. Gut. 3-2 nach Elfmeterschießen. Wie gesagt. Ja, wir waren auch überall besser, ey. Also das ist ja eindeutig. Gut. Immerhin schon mal eine Besserung in Sicht. Ciao. Ja, machen. Unsere ersten beiden Tore gab es im letzten Part und dennoch war es nur ein Unentschieden. Diesmal werden wir gewinnen. So mit dem FC Bayern gegen Hertha und ich habe es schon mal gehalten. Ist doch ein gutes Zeichen. Los geht's. Die Hertha. Ist es eigentlich gut, dass sie wieder aufgestiegen sind oder nicht? Eigentlich schon, ja. Ja. Ich finde sie nicht so schlecht. Ist ein bisschen peinlich, wenn die Hauptstadt nicht in der ersten Liga ist, gell? Tatsächlich ja. Also okay. Wenn man so an Italien denkt. AS Rom. Ja, es ist, mir fällt jetzt eigentlich keine große Liga ein, wo... Oder Spanien, Real Madrid oder ja, England gut. Mit Arsenal, Chelsea. Ja, ist einfach so, muss sein. Deutschland. Jetzt wollte ich doch die Einstellung noch sehen. Ach so, ja, traurig. Sehr traurig. Ja, ich bin das anders gewöhnt. Aber wir können es ja so noch zeigen. Ja. Manuel Neuer, Rafinha, Boateng, Bart Stuber. Willst du Bart Stuber nicht raus? Ich bin irgendwie kein Fan mehr von dem. Früher habe ich den voll gemocht, aber der macht immer mehr Scheiße, finde ich. Nein, der spielt super. Letztens auch bei Hoffenheim, was Bart war das? Stuber und aus Frust eine gelbe geholt, Mensch. Bart Stuber und Van Beuten spielen perfekt zusammen. Ja. Gut. Dann beginnen wir mal. Ja. Der Gomez ist vorne. Zusammen mit dem Thomas. Mit mir. Gut. Ja, mit dir. Ja. Du hast im letzten Pass das Tor geschossen, gell? Mit mir. Dann. Also ich hab mit dir das Tor geschossen, so rum. Hier. Ja, mit Y hier. Hoch. Geh hoch, ist gut. Geh hoch, ist gut, ist alles super. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ja, da ist der Ball noch. So weit. Ich dachte, ich hab ihn. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, Scheiße, ging zu weit. Warte, ich gebe ihn dir nochmal. Zu dir runter und dann gibst du es zu dem anderen hoch. Ja, der kommt nicht durch. Jetzt kommt der durch. Doch, du! Ja, das ist zwar verkackt. Ja, ich. Alter, ich hab die Chance überhaupt rausgeholt. Ja. Das ist innerhalb der ersten 5 Minuten, ich bitte da dich. Da hast du den Ball. Okay, und? Ich habe ihn. Nee. Nein, ich krieg ihn nicht. Da. Nee, weiß ich nicht. Ja, ich muss das machen, was anderes kann ich nicht machen. Von überall bedrängt. Einzige Freie, und was war das? Und wir setzen sie unter Druck von Anfang an, das ist gut. Das ist sehr gut. Was machst du? Ja, es war halt B zum... Keine Ahnung. Von 30 Metern? Alter, es war B zum Angreifen halt, damit ich den Ball abnehme. Achso. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Halt B? Ja, das... Nein, eben nicht mal wirklich. Der macht dann halt nur so einen schwulen Schritt. Ja, ist gut. Hier hast du den Ball. Das ist ja das Grauenhafte, der macht gar nichts mehr. Direkt runter. Ja, aber sowas von direkt. Ja, Mann! Ja, yeah, die Torhymne kommt auch. Ja, habe ich angefügt. Und dann lässt du sie nicht mal zu Ende laufen. Ja, ich habe auch Fangesänge so eingefügt. Aha. Ja, das hatte ich schon beim Elfer drin und war halt noch auf der Konsole drauf. Chill bleiben. Bloß nicht das 1-1 riskieren. Alter, wir gewinnen das hier 3-0. Nee, du hast gesehen, was bei dem Länderspiel passieren kann. Die Gegner haben 2-0 in der 87. geführt und haben 2-2 gekriegt. Aber wir sind nicht die Gegner. Okay, hier hoch. Renn. Ja, tu ich ja, aber fass auf Abseits auf. Das Alter, Mann, gleiche Höhe vielleicht. Ich weiß, aber Nein. Doch, ihn einfach. Doch! Schieß jetzt! Na also, das ist doch perfekt, Mann. Alter, Mann, sind wir gut. Yeah. Kannst du vielleicht mal die Tore im Zelt auflassen? Ja, nix, Mann. Jetzt muss ich schon wieder ein Tor machen oder rausspielen, weil ich die Tore hören will. Kann doch nicht sein.
Falls jetzt hier irgendwelche denken, ja, die Schwierigkeit runtergestellt. Wir spielen immer noch auf Profi. Oh. Nein. Ich schieße selber. Ich mach's selber! Ansonsten trifft er immer. Er hat wahrscheinlich auch rechts gehabt. Ja, der ist auch rechts. Das nächste Mal trifft er wieder. Aber das Ding, Manni, das wird ihn noch beschäftigen. So schossen lässt er nicht aus. Ribéry ist rechtsfüß. Der aber... Mit Ding macht er doch immer links. Also unten, ganz unten, ganz unten, bitte! Nein, hoch! Mann, ey! Wieso läufst du zurück mit dem? Alter, ich hatte ihn ja nicht mal! Stell dir vor, weil der Ball nicht ankam! Ja, dann hättest du es vielleicht schon vorher. Mann, ey, vielleicht hättest du auch ganz einfach unten hinpassen sollen, wo ich mich freigelaufen habe. Bei unten muss man halt immer noch mal reinbringen. Also ein Chill für ein 2-0. Es ist online gar nichts. Online? Wir sind offline. Ich weiß. Aber ich kann offline nicht denken. Es ist jetzt nur wichtig, dass wir zu Null spielen. Ach, das ist wichtig? Ja, für mich schon. Da. Ah. Also ein Sieg wäre schon mal ganz cool, ehrlich gesagt. Ja, das muss sein. Also, dann raste ich aus, wenn nicht. Ja, ich würde jetzt auch noch ausrasten, glaub ich. Dann wird YouTube down sein, weil ich ausraste. Was macht der? Oh, okay. Das war unverlässig. Ich konnte da, man gar nicht sehen. Da. Was zur Hölle? Der Kommentator ist mal wieder sowas von zu spät. Ich mach einen weiten. Ja, mach halt. Ja, so weit war es jetzt auch nicht. Ah. Das Bällchen ist noch heiß. Ich konnte nichts machen. Sag da jetzt mal nichts zu. Ja, wenn, dann geht's eh auf deine Kappe. Aha. Ja, auf meine ja nicht. Nee, du hast den Kopfball zurückgemacht. Nee, ich hab ihn ja nicht mal. Ich bin nicht an den Ball gekommen. Hier, mach doch mit Y, oh Gott! Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt aber wieder. Komm, bitte. So gehört sich das. Nix drücken! Ich hab extra gemacht. Ja. Was muss man da machen, wenn man dann so jubeln will? Ja, da gibt's unterschiedliche Jubel. Ja, ich weiß. Zum Beispiel mit dem A, B, Y und X oder mit dem rechten Stick und LT oder rechten Stick und LB oder rechten Stick und RT. Also da gibt's viele. Aber immer noch genau dieselben wie FIFA 11. Finde ich gut. Nee, ich find's eher langweilig, dass sie immer noch dieselben genommen haben. Vor allem, was bei FIFA 11 echt scheiße gemacht wurde. Ey, das ist ja mal echt das Lächerlichste. Bei FIFA 10 gab es auch schon, beziehungsweise bei FIFA 08. Aber die Jubel gibt's auch gar nicht so lange, oder? Ja, bei FIFA 08 glaube ich schon. Und man kommt zu dir. Na, scheiße. Man kommt. Ja, nicht schlecht. Pass. Oder bringen Sie. Ich gebe Ihnen die Route mit Y. Nein. Nicht weglauf, jetzt läuft der scheiß Spieler. Ja, wohin rennst du? Was ist denn das für ein Y-Pass, bitte? Wie gesagt, der Spieler lief weg. Ach, und das war dann dein Y-Pass. Ja, wenn er hinterm Gegner ist, habe ich zumindest mit Hohenpass versucht. Wäre es normaler gewesen, wäre der Gegner dran gewesen. 100 Pro. Also hatten wir ihn ja fast wieder. Das kriegen wir noch. Lel. Christian Lel. Ich hab den gehasst. Der konnte hier, hier unten, nicht. Hier unten. Doch, der konnte schon was. Ja, es geht auf meine Kappe, ich weiß. Aber hier, ich hab den hier, mal wieder. Bitte pass, da. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Nein, das war zu früh geschossen. Das war zu früh. Ja, also was, doch passen können, was ich bei FIFA 08 und so eben toll fand, damals war ja Klose bei Bayern und so, und immer wenn ich mit ihm ein Tor erzielt habe, egal ob es jetzt freies Spiel oder Karriere war halt, da habe ich natürlich immer als Jubel den Salto gemacht, Scheiße! Oh. Habe ich natürlich immer den Salto als Jubel gemacht. Bei FIFA 11 wurde es dann entfernt quasi, also es konnte... Kurzer Pass. Nein, auf keinen Fall! Okay, da, ist okay. Es können jetzt halt nur noch bestimmte Spieler den Salto machen. Es ist so lächerlich, dass er dazu nicht hier... Was, echt? Ja gut, er hat es aber auch immer falsch gemacht. Er konnte es nicht. Jetzt sind wir verletzt. Hier. Bitte? Ja. Der hat sich doch, einmal... Hat sich auch verletzt. Komm, schieß einfach, schieß doch! Ja, schieß ich mach ihn rein, Mann! Nein, machst du nicht. Ja, weil du mich verwirrst. Ja, komm. Ja, mach das mal noch. Mm. Das war jetzt... zu viel. Dass er nicht gepfiffen hat? Ja. Das wundert mich. Achso. Das muss es gewesen sein. Ja, kam durch. Hier, bitte, bitte, pass. Nee, ich hab schon auf X. Weil ja, pass auf, pass auf. War nicht so schlecht. Nein. Ich hätte ihn vielleicht... God damn. Nee, da war schon das Maximale, was man rausholen kann. Nee, da geht schon. Wenn man sich nicht anstellt. Aber das mit dem Kopfbällen, das ist auch noch ein bisschen anders geworden. Will ihn noch ein bisschen einüben. Und die erste Halbzeit ist vorbei. 1. 4 Tore, was zur Hölle? Ah, ich fühle mich gut.
Ich auch. Dabei habe ich die meisten Tore gemacht, nee. Okay, die meisten von 3, das heißt 2. Ja, Wahnsinn. Selbstverliebt Quadrat. Er hätte den geschafft, hätte ich das sogar Lob gegeben. Was? Wieso? Immerhin kannst du noch rechnen, nachdem ich es dir beigebracht habe. Chill. Hättest du es mir beigebracht, hätte ich keine schlechte Abschlussprüfungsnote in Mathe. Oder mittelmäßige. Mittelmäßige? Durch mich hast du die mittelmäßigen, Junge. Nee. Also das Sinus, Cosinus, Tangens, das konnte ich schon von alleine. Ja. Komm, gepette Scheiße. Ja ich hab vorher schon auf B, weil ich geh mit dem Kopfball. Ja, da musst du es halt abbrechen. Ja, das weiß ich jetzt nicht so schnell. Ich hab jetzt also nicht so begrenzt, dass der noch rankommt. Alter, man muss mit allem rechnen bei FIFA, man muss Reflexe haben, das ist Wahnsinn. Fühlst du dich gerade wie Kahn, oder? Ey, ich wollte gerade noch einen Spruch bringen. Hier, mit Y, kriegst du noch, kriegst ihn nicht. Ich wollte gerade noch sagen, ey, der Druck ist so hoch, wenn du... Oh, na ja. Hier. Da. Na. Wenn du nicht genug Druck, wenn du so viel Druck auf einmal spürst, dann spürst du den Druck gar nicht mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazu. Ach, fuck. Der war leider auch nichts. Das war heute bei mir in der Schule. Haben wir über Oliver Kahn geredet. Jetzt schieß doch, Mann! Oder pass. Was sagst du, sagt hier? Ach, nein, warum jetzt? Nee, okay, schon, war gut. Yes! Mann, bin ich gut, Mann. Ich auch. Arjen! Ach, scheiße, jetzt hab ich wieder Mitte gegeben. Läuft noch? Hä? Läuft sie noch? Was läuft noch? Die Torhymne. Jetzt nicht mehr, aber ich konnte noch zumindest den Anfang hören. Vielen Dank. Ja, was war's denn? Ja, ich werde das jetzt nicht nachmachen. Boah, man könnte fast meinen, wir spielen auf Anfänger, gell? Tun wir aber nicht. Und das ist genau das Geile. Oh, oh, oh. Ja. Nein. Ja, okay. Oh, das war besser, ich geb's zu. Was machst du daraus? Nichts! Das diesmal auch passen können. Ja, ich weiß, ich bin aber egoistisch. Ja, das nein, ist mir bewusst. Nein, doch, ohne Scheiß, Mann. Doch, ich bin ja der größte Teamplayer, wie du bei Battlefield 3 mitbekommen hast. Ja, komm, wer ist denn Midi? Hä? Ja, wer gibt dir die ganzen Headshots und gibt dir Deckung? Ja, du, die Headshots. Ja, ich gebe halt Deckung, Mann. Ich gebe die Midis, beleb dich wieder und... Ja, ich beleb dich auch immer wieder, Mann. Ja, wenn ich es brauche, aber ich... Also, ich bin 100% der Teamplayer. Ja, ich auch. Halt aber so. Das habe ich schon bei Bad Company 2 gemacht. Ja, das weiß ich nicht, aber in der Beta von 3er war ich das. Ja, eigentlich alle drei. Jeder hat halt was zum Team beigetragen. Ja. Ich habe die Gegner unter Druck gesetzt. Weil ich hatte Arzt war und leider ist es auch wegen meinem Internet so, das gebe ich ja zu. Ich kann leider keine Zweikämpfe mehr leisten. Wegen 1-1, wir haben den Ball noch. Die Fans, die freuen sich über solche Plätze. Aber abseits, also geben wir nicht. Ja, schade, ich dachte, das geht. Okay, aber... Ja. Nein! So Gott, so wollte ich den nicht spielen. Schade. Habe ich den berührt? Ja. Scheiße. Ja, hol den Ball! Ja, das ist auch grauenhaft, ey. Das ist unnötig. Nein, das ist eigentlich gut. Das mit diesem Schnelleinwurf und so, aber das... Nee, das klappt so selten. So. Ja. Die greifen halt, laufen da irgendwie hin, greifen zweimal, greifen neben den Ball, gehen sie 5 Schritte weiter. Shit. Greifen sie nochmal neben den Ball, gehen sie wieder 5 Schritte weiter. Gott sei Dank habe ich das gerettet. Ja, ich wäre auch da gewesen. Mit deiner Grätsche, die 2000 Meter daneben ging? Nee, mit den zwei Mann, die ich geholt habe. Einen selbst gesteuert und einen zweiten gerufen. Aufgepasst. Ja, das sind wir alle. Gib her! Nein, so nicht. Du musst entgegenlaufen. Die Fans, die springen hier auf vor mir, die sind sauer auf den Assistenten. Gott sei Dank gibt's keine Hertha-Fans unter deinen Abonnenten, oder? Ja, keine Ahnung. Der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Aber jemand mit Intelligenz wird's gut hinnehmen, würde ich sagen. Ein Virtuose, ein Künstler. Warte. Ja, leider. Nein. Shit. Patrick Ebert. Was hat einer unser erstes Video geschrieben? Irgendwie so, wir beide spielen halt das erste Mal FIFA 12. Du das erste Mal FIFA seit 3 Jahren oder so. Mhm. Und einer hat hingeschrieben, Daumen runter, weil ihr verloren habt oder so. Ja, das sind die keine Intelligenz haben, also ganz im Ernst.
Da fällt mir nichts zu ein. Boah, war echt dieser schlecht. Scheiß. Jetzt schieß ihn doch weg! Ich hab ihn. Er ist ja gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Nein! Ja! Oh Gott! Das war zu ungenau! Davon hat der Verteidiger sofort profitiert! Not so good? Ja. Yeah. Nein. Jetzt sind die Hände an den Controller, du Spaß! Du warst es. Ja, was? Du warst es. Der Spieler. Ja, na und? Aber du bist dort auch überall. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Ist wurscht. 87. Das war nicht nötig. Aber es war auch nicht meine Schuld, weil ich konnte da nichts mehr. Ich wollte es nur sagen. Ich wasche meine Hände in der Schuld. Nein, ja, doch, war kein Abseits. Schieß, schieß. Nein. Keine Ecke. Ja, aber noch eine Ecke haben wir ja bis... Also hast du bisher erst ein Tor erzielt, oder? Ich habe sogar online vor kurzem ein Tor nach einer Ecke erzielt. Das meine ich. Also, ja, online habe ich. Gab sonst noch eins? Ja, doch. Okay. Sogar eins Latte hinter die Linie und dann wieder raus. Mhm. So Wembley-mäßig. Hätte man besser lösen können, diese Situation jetzt gerade. Ball im Aus, gibt Einwurf. Nur so. Und nun Adrian Ramos. Also zu dem schießt war klar. Weg damit. Ah ja, drück bitte durch mit X, ey. Ah, das war schön verteidigt. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, nein? Okay, ja. Idiot, ich weiß. Ja, und ich, das hasse ich, Mann. Da hab ich nichts gemacht. Ich hasse es. Ich weiß, du hast nichts gemacht. So kassiere ich online meine Gegentore. Okay. Das ist das ungerechteste ever, Mann. Was ärgerst du dich, Junge? Ja, ich ärgere mich nicht, aber... Ja doch, über das eine Tor schon. Ja, ein Gegentor war 4-1, okay, aber das war scheiße. Aber glaubst du an dieses Ergebnis? An den Sieg glaube ich schon, aber an das Ergebnis eher nicht. Ja. Mein persönlicher Tipp ist 2-0. Ich würde sagen 3-1. Aha, okay. Gucken wir mal, wer war der Beste? Der Mario! 1-1-1. Ah, gut. Ja, ja. Oh, ich fühle mich richtig gut, ey. Ja, so weiter, oder? Das ist ein Spiel. Die Gegentore ein bisschen vermindern, aber so weiter. Dann ist alles gut. Nächstes Spiel gewinnen wir auch noch. Ich weiß jetzt zwar nicht gegen wen, aber wir gewinnen. Bis dann.